Ja, willkommen zum 11. Richtig. Wenn ich mich nicht täusche. Gerade ist man ja bei diesen E-Fuels so hin und her gerissen. Ja, die haben Drehmoment ohne Ende. Die gehen aus der Hüfte los. Bremsen ist noch so ein Thema. Hatte ich auch nicht gedacht. Die stehen sich tot. Aber zumindest ist das ganze CO2 klimaneutral. Wie sagen die Indianer, von einem toten Pferd sollte man absteigen. Wenn du ruckartig vom Gas gehst, dann schmeißt es dich vom Bock, oder? Nee, so schlimm ist es, weiß Gott, auch nicht. Ich glaube nicht, dass sich die E-Mobilität in dieser Form durchsetzen wird. Okay. Verbrenner verboten. So die Vorsicht. Hallo Leute. Ja, die beiden kennt ihr sicherlich recht gut. Das sind der Kai und der René von der Tante Luise, die ihren regelmäßigen Podcast, Videopodcast, durchhalten. Am 1. April, nach meinem Kalender jetzt gestern, war es soweit. Sie haben wieder einen neuen produziert und diesmal sind sie auf das Thema E-Motorräder eingegangen. Und an der Stelle konnte ich nicht umhin, um ein kleines Reaction-Video zu machen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Paddy Electric. Ich fahre seit geraumer Zeit, seit einem guten Jahr, um es genau zu sagen, Elektromotorrad. Hab mir das Thema Elektromotorrad auf die Fahnen mittlerweile geschrieben und bin gerne bereit, von meinen Erfahrungen mit teilhaben zu lassen, um halt Dinge, die gemeinhin oft missverstanden werden, nicht gewusst werden oder auch teilweise fehlinterpretiert werden, einfach mal eine Runde mit aufzuklären. Und vor dem Hintergrund ist mir halt dieser Podcast aufgefallen oder Videocast oder Videoblog-Talk, in dem die beiden sich über das Thema E-Motorrad unterhalten. Und da gibt es doch das eine oder andere, was ich hier in diesem Zusammenhang zu bemerken habe. Und muss sagen, am Anfang geht es recht gut los. Kann ich vieles durchaus mit unterschreiben. Wir hören einfach gleich mal rein. Ich mag ja den Kai und den René, das Format recht gut. Ich finde das richtig schön norddeutsch, richtig schön Biker und ruhig und unheimlich ruhig, nicht aufgeregt. Und gefällt mir sehr gut. Ich bin also durchaus ein Fan der beiden. Aber wenn sie halt Dinge sagen, mit denen ich nicht ganz so einverstanden bin, dann behalte ich mir vor, einfach mal damit rein zu grätschen. Wir hören einfach mit rein. Erstmal ein relativ ernsthaftes Thema. Ja. Nichts Schlimmes, aber einfach, wir haben uns neulich mal gesagt, wie stellen wir uns eigentlich so den Motorradmarkt, das Motorradfahren, die Motorradwelt so in 10 Jahren vor? Ne? In altgedachter Weise sind 10 Jahre ganz weit weg, aber da wird sich nicht viel tun. Wir haben ja nun in den letzten 10, 20 Jahren gelernt, wie schnell die Prozesse werden, egal wohin man schaut. Einige weniger schnell, aber andere, da denkst du, also 2006 wusste die Menschheit noch nichts von einem iPhone oder so weiter. Oder und heutzutage ist es normal für jeden. Ich kenne Menschen, die gehen nicht ohne und ins Bett. Am Anfang hielten die iPhones auch die nicht allzu lange ohne. Marco. Richtig. Ja, und so. Da geht es eben auch um Mobilität, was hat sich da in dieser Zeit verändert, aber auch, das merkt man jetzt auch wieder, was in den letzten Wochen so weltpolitisch und ne, so passiert ist. Was hat denn alles Einfluss dann eben auch auf unsere Mobilität? Was auch richtig wehtut, zum Beispiel auch im Geldbeutel. Ja, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so Bock drauf. Darum, ne, das möchte ich auch nicht. Ich will nur damit sagen. Es gibt einen im Moment ja leider gerade Tag und Nacht, egal welchen Sender, im Fernsehen oder im Radio oder. Und darum mit einer der Gründe, warum es aktuell auch sehr große Diskussionen um das Thema E gibt, weil es einfach eine Alternative ist. Was kann da trotzdem noch alles irgendwie Einfluss nehmen, wo wir heute noch gar nicht dran denken? Das nur mal. Ja, aber dann lass uns doch einfach anfangen damit. Mach mal. Leg los. Ich habe nicht so viel dazu, weil ich habe so, ich sag jetzt mal, ob sich das Motorradgepäck irgendwie besonders weiterentwickelt oder die Reifen noch besser werden oder so, das ist mir dann ein bisschen zu banal. Ja, richtig. Ja. Fang an. Ich fange mal an mit einer Frage. Bist du denn schon mal ein E-Motorrad gefahren? Nee, bis jetzt möchte ich es auch nicht. Okay, warum nicht? Weil ich für stromsparende Motorräder bin. So, und an der Stelle halte ich kurz mal an. Immer wieder nett, Strom sparen wird insgesamt gesagt, Leute, erst sollen wir Strom sparen, jetzt sollen wir Strom verfahren. Das ist immer das Missverständnis. Es geht ums Energiesparen.
Es geht nicht um Stromsparen, es geht ums Energiesparen und effizient unterwegs zu sein, weil der Energieverbrauch, den wir haben, insgesamt zu hoch ist. Das Thema Energie wird sich übrigens noch weiter durch das Gespräch ziehen, an vollkommen unerwarteter oder vielleicht auch erwarteter Stelle. Aber wir hören einfach mal rein. War auf alle Fälle ein schöner Witz. Das ist ja im Endeffekt das große Thema, egal ob das jetzt Autos betrifft oder Motorräder. Es soll ja, Drehmoment, das kannst du ja ablesen, ja? Die haben Drehmoment ohne Ende. Die gehen aus der Hüfte los. Oh ja, aber absolut. Das ist, beinahe hätte ich was gesagt, es bewegt sich nicht. Also Danke. Lebt nicht. Du hast genau das angesprochen, nicht. Richtig. Ich bin schon mal eins gefahren oder mehrere. Ja. Ich hatte mal die Chance, mich da drauf zu setzen und im Endeffekt, es ist was kommt. Oder was jetzt auch logischerweise schon da ist. So, das ist mal ein Fakt. Richtig. Das finde ich schön, die Akzeptanz, die Anerkennung, es ist da. Das kenne ich auch von meinem Auto. Er hat es ausprobiert. Wenn ich meine Ampelspiel Gang rausnehme, gucke, das finde ich schon mal gut. Ausprobieren ist eine wichtige Angelegenheit. Stopp-Modus, die Karre ist aus. Bei diesem E-Motorrad das gleiche Gefühl. Wenn du nicht fährst, sondern stehen bleibst, ist da nichts. Da bewegt sich nichts. So. Also das kennen vielleicht einige, die plötzlich... Und es steigt auch keine Hitze von oben auf, von unten auf. Das heißt, es werden die Eier nicht gekocht. So ist es. So. Mir fehlt an dieser Stelle tatsächlich, dass da unten was lebt. Also, dass diese Vibrationen da sind, was ich spüre. Ach so, ja. Jetzt war ich kurz abgegeben. Du warst immer noch weg? Okay. Und das ist schon mal etwas, was mir fehlt. Ich glaube aber auch, ganz insgesamt gesagt, dass wir, wir müssen uns auch dran gewöhnen, dass da Dinge wahrscheinlich irgendwann mal, ich sage jetzt nicht gleich, irgendwann mal etwas anders sein werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, worüber wir reden, wenn wir darüber reden, dass Elektromobilität das Leben verändert, das passiert momentan heute nur für die, die wollen. Es wird aber in Zukunft für immer mehr Leute passieren und immer nach und nach. Also kein Übergang wird sich gleich von jetzt auf gleich und sofort stattfinden. Es wird nicht Schnips machen und dann haben wir auf einmal alle E-Motorräder und prügeln uns über die Ladestationen oder E-Autos. Das ist immer der wichtige Punkt. Es wird nach und nach passieren. Ja. Klar. Aktuell komme ich damit auch nicht klar, weil ich das einfach nicht geil finde. Ich will, dass da unten irgendwie was rüttelt, sich bewegt, wie auch immer. Dieses, ist in Ordnung, kann ich mir leben. Dieses Drehmoment, was du gerade angesprochen hast, ich bin dann eben mit so einem Ding gefahren und ja, das ist brachial, brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Ich stehe aber ehrlich gesagt auch drauf, bei einem konventionellen Verbrennungsmotor zu beschleunigen und dass es dann diese kurze Unterbrechung gibt, wenn ich die Kupplung ziehe, den nächsten Gang einlege und dass es dann erst weitergeht. Vielleicht brauche ich das auch. Das ist ein Gefühl, was ich da beim Beschleunigen mag. Geben. Das geht mir rückwärts genauso beim Runterschalten. Ja, ne? Genau. Vor einer Kurve, so schön, wenn man die Motorbremse dann Getriebe genau, hat, richtig. So. Ich gebe offen zu, das Runterschalten vermisse ich auch ein bisschen. Also gerade vor der in die Kurve reinbremsen und dann die Motorbremse noch mal ein bisschen beeinflussen können. Ja, das fehlt mir. Die Beschleunigungspause die Schaltpause beim Hochbeschleunigung fehlt mir persönlich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn du gut abgestimmt ist oder nicht einen Bock hast, der ständig das Stempeln anfängt oder so, wo du dann richtig schön... Richtig, genau. Und dann sind wir aber auch schon an dem Thema. Was er da gemacht hat, der gute Kai, ist das Geräusch. Und leider, kann ich schon mal vorne wegnehmen, das ist ein Thema, was sich eigentlich so gut wie gar nicht durch dieses Gespräch zieht. Denn wir reden bei Elektrofahrzeugen, Elektromobilität, gerade auch beim Motorradfahren, nicht nur über Klimaschutz. Wir reden auch über Umweltschutz. Und Umwelt ist auch das, was Geräuschemissionen anbelangt. Fragt mal Leute, die in einer Motorradstrecke wohnen, was die zum Thema Motorrad halten. Ich sage euch, die haben nichts gegen Motorräder, die haben nur etwas gegen das Geräusch. Schade, dass im gesamten Verlauf dieses Gespräches nicht auf das Thema Geräusch eingegangen wird. Zumindest nicht im Sinne von, ich belaste meine Umwelt durch Geräusch. Das ist dann in Zukunft, wenn das wirklich die Zukunft ist, was ich bezweifle.
Das ist halt so ein Staubsauger ausmachst. Wie das dann auch immer klingen mag, das kommt ja auch noch aber deutlich leiser dazu. Aber genau das. Dann machen sich die Leute wieder Eisstiele in die Speichen. Das kann natürlich auch. Da werden die Kartenspiele auch wieder mehr verkauft, das ist auch toll. Und da sind wir doch wieder beim Thema Geräusch indirekt. Leute, geht eurer Umwelt nicht auf den Sack künstlich. Es geht nur noch vorwärts. Brauche ich gar nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Erlebnis. Ja, da schau her. Aber es ist trotzdem cool zu fahren, das kann ich sagen. Ich habe das mal gemacht eben und jetzt war das Fahrzeug, das war so ein Zero-Bike. Das war relativ schmal, relativ klein, ging ab wie Schmitz Katze. Wird wohl eine Zero SR gewesen sein. Trotzdem denke ich mir, von den heutigen Motorradmodellen ausgehend, es gibt ja einfach große Reise-Enduros. Jetzt bin ich nun mal auch aktuell großer Fan davon. Mit dem E-Bike durch Afrika. Da lacht der Kai, aber ja, Thomas Jackel hat es gemacht. Er ist 15.000 Kilometer mit einem E-Bike durch Afrika gefahren. Ist angekommen. Das Begleitfahrzeug ist zusammengebrochen. Er ist angekommen. Und ja, macht euch nicht lustig drüber. Es funktioniert. Man kann auch Fernreisen tätigen mit Elektrofahrzeugen, mit Elektromotorrädern. Aber hallo. Nee, nicht nur das, sondern für mich, ich weiß nicht, bin ich auch nicht klein gewachsen. Ich müsste so ein E-Bike auch eine gewisse Monströsität haben, damit das irgendwie auch dazu passt. Und aktuell, kenne ich nur E-Bikes, aber ich habe eine gewisse Größe auf dem Markt umgeguckt, die doch sehr kompakt sind. Was ist mit der Livewire? Oder mit der Energica? Oder was jetzt kommt, die Verge TS, gibt also doch so langsam ein bisschen Auswahl, auch ein bisschen größere Motorräder. Sind nicht nur die kleinen Zeros, auch die großen Zeros sind halt größer. Okay, die Harley, die hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber... Wie die anderen auch. Keine Harley mehr ist. Weil sie nur noch Livewire ist, genau. Aber... Ich weiß es nicht. Mir fehlt da noch ein bisschen die Auswahl, dass man sich auch ein bisschen rein optisch und designmäßig ein bisschen mehr traut. Das kommt noch dazu. Also da ja, noch, aber also, es kommt manches. Es kommt also manches. Das eine oder andere an Studie, fand ich mal so. Und als ich dann aber mitgekriegt habe, ach so, das ist ein E-Bike. Ja. Was mir noch passierte, aber da war das Thema damals, schaut einfach mal in unseren Februar Live-Talk rein. Festivalgelände. Und ich fuhr damit los. Da gab es verschiedene zur Ansicht. Bremsen. Und zwar, weil die ganzen Fußgänger, die da unterwegs waren, die haben mich gar nicht mitbekommen. Die sind mir also ständig vors Motorrad gesprungen. Und das war auch ein ganz, ganz komisches Gefühl. Ich war aufmerksam, ich habe da wirklich geguckt. Mhm. Aber dass man dieses fahrende Fahrzeug nicht wahrgenommen hat, rein akustisch, das fand ich schon ein bisschen komisch. Ein Arbeitskollege von uns. Ich stelle mir immer die Frage, wie machen das die Fahrradfahrer? Die sind ja noch leiser als Motorradfahrer. Könnte man sich da eventuell was an den Lenker packen? Eine Klingel vielleicht? Oder vielleicht sogar die Stimme nehmen und sagen, hallo, mach doch mal Platz. Ist vielleicht unauffälliger. Da war es noch witzig, aber das kann natürlich auch mal so richtig schön ins Auge gehen. Das fiel mir nur auf. Und ja, ich hab das die Emotionen noch nicht für so ein Elektrofahrzeug, noch nicht so wirklich. Geht das überhaupt zusammen? In meinen Augen ja. In meinen Augen ganz massiv. Dadurch, dass die Vibrationen nicht da sind, dass das viel leiser ist, finde ich das extrem emotional. Extrem, weil die Emotion ist etwas, was in mir drin ist und was nicht unbedingt raus muss. Mit meinen Emotionen muss ich nicht anderen Leuten auf den Sack gehen. Also ja, es geht. Spaß machen zu fahren, aber es ist eben ein krasser Gegensatz zu einem normalen Verbrennungsmotor. Und da, ich sag ja, wir müssen uns an viele Dinge gewöhnen, aber ich kriege das gerade noch nicht im Kopf sozusagen. Ganz, ganz so schnell wird es ja, naja gut, nee, ich will ja nicht wieder auf die Spritpreise kommen, aber ganz so schnell wird es nicht gehen, ja. Es ist zwar ja für 2035, zumindest von der Bundesregierung, ich weiß nicht, ob das EU-weit ist. Das ist eine EU-Sache. Die Verbrenner, jetzt aber ganz wichtig, für PKW und kleine Nutzfahrzeuge nicht mehr neu für den Straßenverkehr zuzulassen. Mhm. Es ist noch keine Rede davon, von Motorrädern und von LKWs und sowas. Ja. Da hat man wahrscheinlich selber so sich gesagt, also die einen sind emissionsmäßig viel zu unwichtig, die Motorräder.
ein LKW mit den Batterien so standähnlich wie heute vielleicht. Was kostet er? Richtig. Sind die ersten schon in der Entwicklung? Ja schon muss. In England sind übrigens die Motorräder mit drin, auch für 2,35 okay. Verbrenner verboten. So. Stichwort LKWs. Gerade im Lieferverkehr haben wir das Thema natürlich, dass kurze Strecken gefahren werden, über Nacht immer wieder an den gleichen Ort zurückgekommen wird. Da setzt sich der E-Motor nach und nach durch. Ja. Die Vorsehung. Aber wir sind ja jetzt schon bei dem Thema, nehme ich mal jetzt auch mal rein. Also ich glaube nicht, dass sich die E-Mobilität in dieser Form mit diesen ständigen Aufladegeschichten flächendeckend. Das ist immer das Thema, diese ständigen Aufladegeschichten. Schön, dass er wenigstens am Anfang gesagt hat, dass er noch kein Elektromotorrad gefahren ist. Schade, dass er nicht gesagt hat, ob er ein Elektroauto schon mal gefahren ist, beziehungsweise auch sich mit dem Aufladen beschäftigt hat. Wenn ich es richtig anstelle, mache ich es nebenbei. Und auch für große Fahrzeuge durchsetzen wird? Da glaube ich eher, dass der Wasserstoffantrieb eine größere Chance hat. Der ist noch nicht so 100% soweit für große und so weiter. Aber wo ich die große Hoffnung habe. So, bevor wir jetzt zu den E-Fuels kommen. Stichwort Wasserstoffantrieb. Viele Leute setzen die Hoffnung auf den Wasserstoffantrieb, unabhängig davon, ob das energetisch Sinn macht oder nicht. Vielleicht einfach noch mal kurz rekapitulieren. Ein Wasserstoffmotorrad, zumindest wenn wir über die Brennstoffzelle reden, ist ein Elektromotorrad. Das heißt, ihr habt das gleiche Thema. Ihr habt das Thema Vibrationslosigkeit, ihr habt das Thema geringe Geräuschentwicklung. Ihr braucht eine Batterie, das auf alle Fälle. Die muss vielleicht nicht ganz so groß sein. Und ihr habt obendrauf nochmal einen Wasserstofftank und eine Brennstoffzelle. Letztere mag zum Beispiel keine wechselnden Lastzustände, das heißt mal Vollgas, mal weniger Vollgas. Deswegen braucht ihr auch die Batterie nebenher, die das abpuffert. Und wenn ihr die stärker belastet habt, dann ist erstmal so lange langsam fahren angesagt, bis die Brennstoffzelle wieder den Akku etwas aufgeladen hat. Unabhängig davon, dass so ein Wasserstofftank unheimlich viel Druck abkönnen muss, wird eine schwere, wird eine kräftige Angelegenheit sein. Aber vielleicht kommt es ja, ich glaube persönlich nicht dran. Lass uns mal über die E-Fuels reden. Das wird die sogenannten, und da wird ganz fürchterlich viel dran entwickelt, Porsche ist da mitführend, Audi gibt da auch richtig, richtig Geld aus, viele andere Konzerne auch, die sogenannten E-Fuels. Als ich da zum ersten Mal das Wort gesehen habe, jetzt kommt eine sehr gute, Erklärung zum Thema E-Fuels, wirklich. Die man durch Befüllung der Flüssigkeit, also Austausch der Flüssigkeit, als Elektrolyt tauscht, hasse nicht. Okay. Aber nein, das ist der Name ist, finde ich, völlig irreführend, wenn auch richtig. Das sind Kraftstoffe, die mit Hilfe von leider momentan noch sehr viel Elektrizität, Strom, mit Strom, erschaffen wurden. Also man kann mit Strom, dann nimmt man. Und das ist der Punkt, Wasser, mit sehr viel Strom. Spaltet es auf in Sauerstoff und Wasserstoff. Jetzt kommt der eine Knüller. Jetzt haut man den Wasserstoff mit Kohlendioxid zusammen. Und davon haben wir reichlich und zu viel. Das ist ja einer unserer Problemstoffe in der Umwelt. Den wir aber jetzt entziehen können, also nutzen können, der da zu viel da ist. Das ist ja das Geile daran. Auch dazu vielleicht noch eine Kleinigkeit. Auch wenn wir mal sagen, wir haben zu viel CO2 in der Umwelt, in der Atmosphäre. Insgesamt ist die Konzentration relativ gering. Das Problem ist nur, dass das Zeug so verdammt treibhauswirksam ist. Diese geringen CO2-Konzentrationen aus der Atmosphäre zu ziehen, und wir reden hier über 0, irgendwas Prozent, ist eine verdammt aufwendige Angelegenheit. Da ist es dann durchaus besser, das aus irgendwelchen Abgasen von der Verbrennung von Kohle, Gas oder sowas mit rauszuziehen, da ist die Konzentration höher. Aber das zeigt eigentlich auch nur, dass das mehr so eine Übergangslösung ist. Das CO2, was ohnehin in die Atmosphäre gekommen wäre, dann nochmal zwischenzuverwenden. Also wirklich genius, nicht wahr? Ja,
Und dann müssen das noch mal einige andere Sachen, die dann wieder gecrackt und hast du nicht. Aber am Ende dieses Prozesses hat man synthetisch hergestelltes Rohöl. Ja. Was auch noch den Vorteil hat, dass es kein Schwefel enthält oder andere Giftstoffe. Es ist zumindest sauberer, ja. Definitiv. Ja, und somit, Achtung, ja, jetzt in die ganze Welt, naja, nicht die ganze Welt, aber die ganzen Industriestaaten bauen Ladedinger ohne Ende auf. Ein mega Aufwand, ja. Während diese ja. E-Fuels, ja, und aus diesem Rohöl macht man das, ist genauso wie mit dem Rohöl, was wir jetzt irgendwo aus der Nordsee oder sonst wo, hier das Brent, was bei uns ja hauptsächlich verwendet wird. Das ist der gleiche Prozess zu Diesel, zu Benzin, zu Kerosin, genau, und so weiter. Also das heißt, die gesamte Infrastruktur von der Raffinerie, zu den Tankstellen und zum Tanken, das ist alles schon da. Alles ist alles da. Ja. Ja, die Infrastruktur, wenn ihr erstmal E-Fuels habt, ist da. Kein Ding. Nur erstmal habt ihr keine E-Fuels. Ihr habt die Infrastruktur nicht, um E-Fuels zu gewinnen. Und vor allem, ihr habt schon mal angesprochen und ihr werdet es auch gleich nochmal ansprechen, ihr habt den Strom nicht. Ihr habt einfach den Strom nicht. Und solange der Strom nicht im Überfluss vorhanden ist, ist der Strom, der da ist, sollte möglichst sinnvoll und möglichst energieeffizient genutzt werden. Und damit mit riesigem Aufwand E-Fuels herzustellen, bin ich nicht überzeugt von. Es muss nur ausgetauscht werden. Riesenproblematik ist, bei der Verbrennung entstehen immer noch gewisse Gifte, Dioxine zum Beispiel. Und Lichtpartikel. Das ist noch nicht ganz ausgegoren. Ja. Ich meine, klar, die Motorenindustrie arbeitet ja erst seit 120 Jahren an Verbrennungsmotoren. Das heißt, die werden das demnächst in den Griff bekommen. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Aber zumindest ist das Ganze CO2 klimaneutral. Das darf man nicht vergessen. Wenn der Strom, der René sagt es gleich, klimaneutral erzeugt wird, ja, aber immer noch die Frage, wo kommt das CO2 her? Also ja, der E-Fuel für sich nimmt CO2 nur, was sowieso in der Atmosphäre war, beziehungsweise in die Atmosphäre gekommen wäre. Aber derzeitiger Stand der Dinge ist, wir haben die Konzentration eigentlich fast nur da, wo wir andere fossile Energieträger verbrennen. Nur da können wir dann genug konzentriertes CO2 aus der Luft holen. Damit sind wir halt nur ein Nebenprodukt der herkömmlichen fossilen Verbrennung. Und die wollen wir eigentlich nicht. Strom auch am besten. Wenn das natürlich regenerativer Strom ist. Genau, genau. Und da ist noch der Haken. Aber mein Gott, wir reden jetzt, was ist in 10 Jahren? Im Moment, mit Stand jetzt, wäre es so, müsste, weil es gibt ja nur ganz kleine Anlagen, das ist ja alles Pipifax, ja. Allerdings, wenn ich hier durchlese, was Porsche davor hat, welche Mengen die produzieren wollen, schon in ein paar Jahren. In Südamerika, glaube ich, wollen die in so einen Windpark aufbauen, ne? Diverse ja, Sachen. Ja. Und nur jetzt kommt so ein bisschen, also wenn dieser Aufwand, diese benötigte elektrische Energie, das müssen die noch in den Griff kriegen, weil sonst, ich sag's mal so, die Scheiß bleiben die Scheiß. Selbst wenn sie kein Erdöl mehr haben. Weil natürlich, da wo die Sonne am meisten scheint. Und gerade vor der aktuellen Situation stellt sich wieder die Frage, von wem möchte man sich abhängig machen? Da gibt es auch schon Riesenanlagen, die jetzt nicht für die E-Fuel-Geschichte vorgesehen sind. Aber da kann man natürlich Sonnenkollektoren noch und nöcher bauen. Es geht ja auch um die Energie dann irgendwie zu bevorraten und zu speichern. Ne? Richtig, richtig. Und dann kommen immer noch Öltanker ja. von den Scheiß, aber eben mit diesen E-Fuels. Ja. Und da hoffe ich, dass wir eine Chance haben, dass das der Gewinner sein wird. Da bin ich auch sehr gespannt und ich habe mich da auch eingelesen, weil aktuell ist es ja noch so und das ist ja genau dieser Ausblick, den wir gerade geben, in 10 Jahren. Wir wissen nicht, welche Faktoren da alles noch Einfluss ja. nehmen. Gerade sagt man, ist man ja bei diesen E-Fuels so hin und her gerissen, weil der Strom, den man benötigt, um das ist jetzt der wichtige Teil zum Thema E-Fuels, zum Thema Effizienz.
herzustellen. Ist einfach viel zu hoch. Viel zu viel ist. Damit könnte man ein E-Auto wiederum 6-mal so weit bewegen. Mhm. Yep. Das und ein E-Motorrad übrigens doppelt so weit, mindestens. Also sprich 12-mal. Das ist ja der aktuelle Stand. Und trotzdem ist man ja ganz am Anfang. Das heißt, die Forschung geht weiter. Das wird natürlich auch alles besser werden. Nur jeder Vergleich hinkt auch mal. Die Umweltbilanz eines E-Autos, eines E-Motors, dieser ganze, auf Deutsch gesagt, Batteriescheiß, der ganze Rotz, ja. Also einmal die Herstellung, ist ja unglaublich energieaufwendig. So, stopp an der Stelle. Jetzt werden wir mal kurz umschalten. Moment. Ja, willkommen zum 11. Nee. Jetzt werden wir mal kurz umschalten. Und zwar habe ich mal das Thema CO2-Rucksack der Akkuproduktion mir angesehen. Und zwar ganz konkret für meine Zero DSR. Erstmal grundsätzlich, die Zahlen, die oftmals durch die Gegend geistern, sind teilweise ein bisschen älter. Aktuell, das, was ich gefunden habe, eine Kilowattstunde Akkukapazität verursacht in der Produktion etwa 80 Kilogramm CO2. Und die Zero DSR hat 14,4 Kilowattstunden Kapazität, sind also 1152 Kilogramm CO2. Oder anders ausgedrückt, eine gute Tonne. Mal zum Vergleich, wenn ich Benzin verbrenne, dann wird aus einem Liter Benzin werden 2420 Gramm oder 2,42 Kilogramm CO2 freigesetzt. Das ist aber noch nicht alles, denn das Benzin muss ja irgendwie in den Tank kommen. Es muss produziert werden, es muss gefördert werden, es muss raffineriert und transportiert werden. Und all das zusammen pro Liter Benzin. Well to tank heißt das, glaube ich, WTT, sind nochmal 720 Gramm CO2, sodass ein Liter Benzin 3,14 Kilogramm CO2 verursacht, wenn er verbrannt ist, von der Produktion bis zur Verbrennung. Anders ausgedrückt, wenn ich den Akku meiner Zero nehme und den CO2-Abdruck nehme, könnte ich auch stattdessen 367 Liter Benzin verbrennen. Aber da bin ich noch nicht gefahren. Also müssen wir die Rechnung ein bisschen anders aufmachen. Und zwar die CO2-Emissionen pro Kilometer uns ansehen. Beim Verbrennermotorrad, ich habe jetzt mal mit 5 Litern gerechnet. Es gibt Fahrzeuge, die fahren 4 Liter. Es gibt Fahrzeuge und vor allem auch Fahrer, die schaffen es mit 8 bis 9. Mit meinem Verbrenner-Tiger habe ich etwa 5,5 Liter geschafft. Ich runde etwas ab und sage 5 Liter. Wenn ihr die Rechnung für euch selber aufmachen wollt, überlegt, wie viel Sprit ihr verbraucht, verfahrt. 5 Liter mal 3,14 Kilogramm pro 100 Kilometer geteilt durch 100 sind 157 Gramm oder 0,157 Kilogramm pro Kilometer an CO2. Elektromotorrad, ich brauche 6 bis 7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Es gibt auch Fahrzeuge, gerade die kleineren, die Stadtfahrzeuge, die sind bei 3 bis 4. Ich nehme jetzt mal meins, will nicht schön rechnen. 7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Wichtig ist, ich setze den aktuellen CO2-Fußabdruck des deutschen Energiemixes an, 366 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Bitte nicht vergessen, dass dieser sich in der Zukunft tendenziell eher verringert, während bei der Emission vom verbrannten Benzin da nicht viel passieren wird bei dem produzierten Strom, der wird nach und nach immer grüner, es wird immer weniger werden. Aber wir nehmen den aktuellen Stand und heißt, ich brauche 7 mal 0,366 Kilogramm pro 100 Kilometer geteilt durch 100, sind also 0,026 Kilogramm oder 26 Gramm pro Kilometer. Und
Wenn ich dann den CO2-Ausstoß, die Differenz nehme, das heißt, das Elektromotorrad fährt also 131 Gramm pro Kilometer günstiger. Nun habe ich ja den CO2-Rucksack von 1152 Kilogramm. Wenn ich das jetzt durch 0,131 Kilogramm oder 131 Gramm teile, heißt das, in anderen Worten, mein CO2-Rucksack habe ich nach 8800 Kilometern abgebaut. 8800 Kilometer. Ich bin im letzten Jahr 13.000 Kilometer gefahren. Der durchschnittliche Motorradfahrer in Deutschland fährt 5.000 Kilometer. Sagen wir mal, nach 2 Jahren habt ihr den Rucksack abgebaut und ab dem Zeitpunkt fahrt ihr CO2 günstiger. So viel zum Thema Energieaufwand. Ich habe jetzt ganz bewusst das restliche Motorrad nicht mit reingenommen, weil ich behaupte, dass da kein so großer Unterschied ist, ob ich nun den Rahmen und die Verkleidungsteile und Bremsen und so eines Elektromotorrades baue, müsste vergleichbar sein mit dem eines Verbrennermotorrades. Auch da schneidet das Verbrennermotorrad dann etwas günstiger ab als eigentlich in der Realität, denn schließlich habe ich nicht mit eingerechnet, dass es geschätzte 10.000 bewegliche Teile gibt, die in hoher Präzision gefertigt werden müssen. Was auch nochmal viel Energie kostet. Die habe ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Auch in der Entsorgung sind Elektrofahrzeuge nicht unbedingt viel schlechter unterwegs, sondern sie sind durchaus vergleichbar mit Verbrennerfahrzeugen, zumal sehr hohe Recyclingquoten auch bei den Akkus mit angesetzt werden. Wir wechseln nochmal zum Video. Und das war auf der Größe. Moment. Halt. So, da ungefähr. Aber eben mit diesen E-Fuels. Ja. Und da hoffe ich, dass wir eine Chance haben, dass das der Gewinner sein wird. Da bin ich auch sehr gespannt und ich habe mich da auch eingelesen, weil aktuell ist es ja noch so, und das ist ja genau dieser Ausblick, den wir gerade geben, in 10 Jahren. Wir wissen nicht, welche Faktoren da alles noch Einfluss nehmen. Gerade sagt man, ist man ja bei diesen E-Fuels so hin und her gerissen, weil der Strom, den man benötigt, um sie herzustellen, ist einfach viel zu hoch. Viel zu viel ist, damit könnte man ein E-Auto wiederum 6-mal so weit bewegen. Mhm. Das ist ja der aktuelle Stand. Und trotzdem ist man ja ganz am Anfang. Das heißt, die Forschung geht weiter. Das wird natürlich auch alles besser werden. Nur jeder Vergleich hinkt auch mal. Die Umweltbilanz eines E-Autos, eines E-Motors, dieser ganze, auf Deutsch gesagt, Batteriescheiß, der ganze Rotz, also einmal die Herstellung, ist unglaublich energieaufwendig. Da sind nämlich mal ganz schön die Verbrenner vorn. Und wie wir eben gesehen haben, sind sie es nicht. Ja, und dann... Ich will jetzt gar nicht mit Politikthemen anfangen, aber die Gewinnung der Rohstoffe, das hat, glaube ich, jeder schon gehört, was wir da für die ganzen Batterien mit jetzigem Stand, ja, was da, wie das abgebaut wird, wo das herkommt und nee, das lassen wir auch. Nee, das lassen wir unbedingt weg, sonst kriegen wir nur schlechte Laune hier. Nee, wir sind ja jetzt Ausland schon, ne? Genau. Ja, sehr viel mehr kommt zu dem Thema auch nicht mehr. Ich finde es echt schade, dass ihr das Thema Rohstoffgewinnung weglasst. Ich kriege nämlich auch schlechte Laune, wenn ich an das Thema Rohstoffgewinnung denke. Und werde euch mal ein paar Bilder zum Thema Rohstoffgewinnung einblenden. Ich lasse die einfach mal für sich wirken. Das macht keinen Spaß zuzusehen. Nicht wirklich. Was wir hier sehen, sind Bilder von der Rohstoffgewinnung von Öl. Ölschiefersende in Kanada, Produktion, Unglücke, was nicht alles. Ich finde es immer unheimlich erheiternd, nein, eigentlich eher belastend, wenn Verbrennerfahrer dann ihr Umweltgewissen entdecken
und mir erklären, dass die Rohstoffe, die in einem E-Motorrad sind oder in einem Elektrofahrzeug in dem Akku, wie umweltschädlich die doch sind und umweltschädlich die doch gewonnen sind. Leute, nee, nee, das Thema ist durch. Abgesehen davon, ich sprach gerade davon, dass die Rohstoffe aus dem Akku recycelt werden. Was ist mit dem Öl und Benzin, was ihr verbrannt habt? Wie wird das recycelt? Gar nicht. Das waren meine 3-4 Sätze zu dem zu der aktuellen Ausgabe von Tante Luise. Mehr habe ich zu diesem eigentlich nicht zu sagen. Ihr dürft es gerne, ihr dürft das in die Kommentare tun und ich hoffe, ich sehe euch bei Gelegenheit wieder. Macht's gut. Ciao.